Ja, wir sind jetzt am Weg zum Hofer für alles Österreich. Die Deutschen kennen den, genauso wie die Schweizer und der Aldi. Und wir werden jetzt ein bisschen Diät-Shopping betreiben. Das heißt Lebensmittel einkaufen, mal schauen, was in der Prep, in der Vorbereitung so in den Einkaufswagen reinfliegt. Gibt es beim Hofer irgendwas, was woanders nicht gibt? Beim Hofer kriegst du 90%, wenn nicht sogar fast 100%, von allen Sachen, die du eigentlich in einer klassischen Bodybuilding-Diät brauchst. Schaust du eigentlich auch aufs Geld beim Einkaufen? Ja, was glaubst denn du? Ich mache den Sport jetzt seit 2005. Seit 2013 bin ich auf der Bühne. Und Mann, ich bin es gewohnt, ein armer Schlucker zu sein, ein ewig lang Student. Ich meine jetzt nicht, weil ich es in die Länge gezogen habe, es hat einfach dauert das Jus-Studium. Und ich habe immer kalkulieren müssen. Das heißt, wenn ich einkaufen war oder davor schon, habe ich mir Einkaufslisten geschrieben, habe genau aufgeschrieben, wie viele Packungen von was, habe gewusst, wie viel eine Packung kostet. Und ich habe genau im Vorhinein auf den Senk genau gewusst, was der Einkauf heute kosten wird. Die Einkaufslisten brauchen wir jetzt in der Diät nicht schreiben. Also es sind im Grunde dieselben gefühlt 10 Lebensmittel, die du immer einkaufst. Wir werden so die Standardsachen kaufen, Haferflocken, Gemüse, ein bisschen Chicken, Fisch jetzt zum Beispiel. Auch Fisch ist irgendwie so der neue Trend, auf den wir jetzt gewechselt sind, ist natürlich nichts Neues, aber für gewöhnlich sind ja wir die absoluten Fleischesser sehr chickenlastig immer. Und danke an dieser Stelle an den Basti von der Fleischerei Schäfer, der uns da wirklich immer mit geilem Fleisch versorgt. Bei mir ist es jetzt, den werde ich euch zeigen, in Hoki. Bin ich gespannt, wer von euch den schon kennt, wer ihn schon probiert hat. Ich finde mega geil, da hast du keine einzige Grete, was irgendwie auch schön ist. Und vor allem hat er so eine geile Bissfeste irgendwie. Nur ist noch schön bissfest und das taugt mir. Also er zerfällt nicht komplett im Mund, du weißt, was du da isst und er verschwindet nicht im Reis mit dem Gemüse. Wir starten nämlich gleich da weg. Na, hier haben wir schon die ganzen frischen Sachen, also ein bisschen Heidelbeeren und Himbeeren, und im Porridge landet bei uns hauptsächlich mal obstmäßig ein bisschen Banane drinnen, ein bisschen Heidelbeer manchmal oder vielleicht halt sogar Himbeer, die haben wir im Angebot, minus 25%, und da kommt schon wieder der Sparfuchs ein bisschen durch. Also da werden wir jetzt mal schauen, was wir da für einen Kilopreis haben. Jetzt haben wir hier 3 verschiedene Himbeeren. Bitte schaut auf den Kilopreis, denn die vermeintlich günstigste Packung, die 2,29 kostet aufs Kilo gesehen 18,32. Und die vermeintlich teure um 3,49 kostet aufs Kilo 13,96. Das ist halt dann doch ein großer Unterschied. Warum kaufst du die eigentlich frisch und nicht tiefgekühlt? Mal so, tiefgekühlt würde ich sie jetzt wahrscheinlich eher kaufen, wenn ich wüsste, die essen wir nicht in den nächsten Tagen, weil wenn ich eins vermeiden würde, dann ist das Lebensmittel wegschmeißen, sowas geht mir richtig am Arsch. Aber dadurch, dass man jetzt jeden Tag wirklich in der Diätroutine sind und jeden Tag die Routine gleich ist, da wird nichts weggeworfen. Ich weiß genau, ich brauche jeden Tag in der Früh circa eine halbe Banane. Scoopy braucht ein bisschen Banane, Heidelbeeren, da bleibt nichts über. Also das können wir alles frisch kaufen, das wird ja nicht schlecht. Die schauen fein aus. Wenn man nicht länger liegt, dann hat es ja anscheinend einen anderen Fruchtzucker, oder? Oh ja, das geht mir wirklich am Popsch vorbei. Was sagst du da dazu? Das ist keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Das ist genauso. Das ist genauso wie die Leute, die sich darum kümmern, wenn du dann Reis kochst, am Tag in den Kühlschrank reinstößt, am nächsten Tag hat er anscheinend weniger Carbs. Alter, wenn du damit in die Diät reingehst und das irgendwie berücksichtigst, hast du sowieso schon verloren, dann wird das alles nichts. Rechnet einfach das Rohgewicht bei der Banane, rechnet das Rohgewicht beim Reis und mach einfach. Frag dich nicht, ob es jetzt ein paar Gramm weniger Carbs hast, weil der Reis gestanden ist, und ob du mehr isst, kannst du noch fragen, oder auch nicht. Du hast die Routine, du hast den Plan umkommen, du hast deine Portionen und genauso arbeitest du gefälligst. Haferflocken, dort natürlich die zarten, die feinen, wie du sagst. Wir haben natürlich zum einen die gelbe Packung, die groben oder die zarten, aber persönlich für richtig gutes Porridge, was auch schnell gehen soll, was so schön sämig ist, da würde ich nur die zarten nehmen. Also das geht runter wie Butter und ist richtig, richtig geil. Die Frage ist schon oft, kommen wir, Fabi, Rahel, Cornflakes, Postworkout, das ist doch Zucker. Ja, es ist Zucker und das passt da. Wir wollen auch den Insulinspiegel in die Höhe jagen, das machen wir mit ganz, ganz schnell und leicht verdauliche Kohlenhydrate, damit wir einfach die Speicher wieder schnell auffüllen, schneller regenerieren und fit sind im nächsten Training. Das heißt, nach dem Training könnt ihr ruhig Cornflakes gönnen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass sie wenig Fett haben. Und mein Favorit beim Hofer, und da sind wir auch wieder da, da kannst du einfach klug sparen. Schau, jetzt gibt es die Lion und wir kennen die Lion Cornflakes alle, aber ich finde, der geschmackliche Unterschied steht für mich überhaupt nicht dafür. Da nehme ich wirklich ganz gerne diese Lucky Crisp.
Und finde ich top. Und wenn wir uns die anschauen, wir haben gesehen, da sind 750 Gramm drinnen. Das ist eine Mega-Packung, die reicht schon ein paar Mal. Sehr vergleichbar von den Kalorien, jetzt einmal grundsätzlich wie mit Haferflocken. Und es ist ein verarbeitetes Lebensmittel, das heißt, das ist brutal leicht verdaulich, was wieder Vorteil ist, noch im Training. Und, wie ich selber schon vorher gesagt, es hat wenig Fett. 3,7 Gramm optimal, 2,79 für 750 Gramm. Da wären wir blöd, wenn wir es nicht mitnehmen. Zu diesem Post-Workout gibt es 40 Gramm Final Protein, 220 Gramm Eis, Crushed Eis, ca. 200 Milliliter Wasser und das kommt dann alles in den Nutribullet rein. Das wird einmal richtig durchgemixt, bis sie alles durchgezogen hat, bis es fast so eisige Konsistenz gibt. Drüber die, über die Cornflakes und genießen. Es ist wie Eis, es ist so geil. Nuss braucht man nicht. Also grundsätzlich, das ist es so bei uns, die letzte Mahlzeit, die ist sehr fettlastig, das Eiweiß und fettlastig, Kohlenhydrate lassen wir da weg, die braucht man immer unbedingt. Wir schauen auch, dass wir den Insulinspiegel niedrig halten, wir schauen, dass wir gut Fett verbrennen dadurch. Das heißt, die letzte Mahlzeit ist immer standardmäßig eigentlich Topfen, griechischer Joghurt mit Nussmus oder Nüssen. In diesem Fall hätten wir da schon einige geeignete, aber wir sind halt aktuell auf dem Nussmus-Trip. Aber das ist vielleicht jetzt nicht jeder, deswegen schauen wir uns das mal an, was wir da grundsätzlich hätten. Was ich immer ganz gern gehabt habe, war früher diese Nussparty geröstet und gesalzen. Und ich muss sagen, für diesen genialen Nussmix 5,3 Gramm Kohlenhydrate ist top. Also weniger wirst du auf fast irgendeiner reinen Nuss finden. Kann man auf jeden Fall verwenden, sollte man verwenden und ist für mich genauso ein Wettkampf-Diät tauglich. Für euch Bodybuilder, die alle naturbelassen essen, macht sich umsetzt gar nicht so viel Gedanken. Es kann eher negativ sein, ja, wenn es zu wenig hast. Krämpfe, kein Muskelvolumen. Ja, genau. Der beste Pump, Salz. Ja. Salz, mach mal 2 Gramm ins Pre-Workout und dann ab die Post. Und nicht umsonst machen sie vor der Bühne also, dass wir vor dem Aufpumpen oder direkt beim Aufpumpen nur Elektrolyt trinken und Salz dazu geben. Grundsätzlich hätten wir jetzt hier mal das Fleisch. Wenn ich es kaufen würde, dann wäre es natürlich Hühnchenbrust, also Händelbrust, ganz normal. Aber, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben da jetzt seit wahrscheinlich ein Jahr die Unterstützung von Basti von der Fleischerei Schäfer. Großen Dank nochmal, Fleisch so gesehen braucht man jetzt, haben wir bestens versorgt und alles andere, was wir brauchen, finden wir hier. Das ist zum Beispiel auch, das ist ein Leibkäse, den gibt es nur beim Hofer, der schmeckt richtig, richtig gut. Und das ist auch etwas, was ich mir einmal am Tag gönne, wenn ich nicht auf Prep bin. Das ist auch wieder sowas, wo man sagt, das ist jetzt der Unterschied, einfach normale Diät, mit der man spitze in Form kommen kann, oder Wettkampfdiät, wo man dann einfach nichts mehr anbrennen lassen will. Das heißt, diesen Gaude leicht, den kennt ihr von mir, den kennt ihr aus der Offseason, den kennt ihr aus der Recovery und den wird es auch geben wieder, wenn die Diät beendet ist, weil ich liebe diesen Schmelzkäse, der ist einfach genial. Und viele fragen immer noch Tipps, Fabi, wie kriege ich meinen Reis leicht runter, der geht überhaupt nicht. Schmeißt sich 2 Scheiben von diesem Käse rein und ich schwör's euch, ihr habt nie wieder ein Problem, diese Portion leer zu machen, denn der ist so geil, der ist so sämig, so cremig und lasst es runterflutschen. Also absolute Empfehlung von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Hofer. Jetzt schauen wir uns mal an, die ganzen preiswerten Alternativen, die alle hier oben in Augenhöhe angesiedelt sind, wo ich einfach nur zack, zack, zack machen brauche. Greift zu, habe meine 4 Dosen Thunfisch zum Preis von 1,69 die Dosen. Und dann sind wir hier unten in Rio Mare. Rio Mare, 2 Dosen, 5,79 kosten. Jetzt machen wir den mal 2, dann sind wir bei ca. 3,40 und da sind wir bei 5,79. Und man bedenke jetzt nur, beim Rio Mare ist weniger drinnen. Also da haben wir wieder einen ganz anderen Kilopreis. Und für alle von euch, die ein bisschen aufs Portemonnaie schauen müssen, ein bisschen aufs Geld schauen müssen, vergleicht immer den Kilopreis. Und wenn man den jetzt vergleichen will, macht es natürlich ein bisschen schwerer, denn hier haben wir 195 Gramm und 150 Abdruckgewicht. Das heißt, wir haben hier nur mehr gut 40 Gramm mehr drinnen, über 20% in dem Fall, und 200 wesentlich weniger. Also Reis haben jetzt auch noch genug. Was ist da der Favorit? Da gibt es ja so verschiedene. Basmati oder Jasmin? Haut es einmal rein. Team Basmati, Team Jasmin. Ihr hört es ganz klar. Nein, sagt Jasmin. Jasmin macht, also gibt dir viel mehr Volumen als ein Basmati. Basmati riecht einfach so richtig gut. Man sagt ja, das ist der Parfümreis. Mir ist es ganz gleich. Ich war aber immer so auf dem Basmati-Trip, aber ich glaube, das ist so Off-Season behaftet nur, damit ihr jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie lange diese 2 Packungen aktuell in der Diät werden. Daumen mit Pi, 2 Packungen, 20 Tage. Also, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, mit den Packungen, die wir zu Hause haben,
das wird der letzte Reis bis zum Olympia. Das Ärgste war, da habe ich Tage gehabt, da habe ich ein Kilo Reis am Tag gegessen früher. Wie viel Reis ist jetzt noch? So viel, dass ich traurig bin, wenn ich einen Reiskocher einschalten muss dafür. Ich sag's euch, der nächste Cut, der klingelt schon an der Haustür, das spüre ich. Ja. Aber 100 Gramm am Tag am Trainingstag und 140 am Trainingsfreien, praktisch nichts. Dann, ganz klassisch, Topfen gibt es nach wie vor. Es ist ja einmal so ein Standardthema, Milchprodukte ziehen ins Wasser, kann es in der Diät nehmen oder nicht. Nehmt es gut, vertragt es, nehmt es. Nehmt es. Magerquark, genau. Nehmt es ruhig, wenn es gut vertragt, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich denke mal einfach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Oldschool-Denken, aber die letzten zwei Wochen oder zumindest die letzte Woche werde ich rauskicken, damit man einfach jedes Risiko vermeidet. Aber grundsätzlich, wenn du einen Topfen gut vertragst, nimm ihn, ihr Lieben, es ist eine günstige, geile Eiweißquelle. Wir haben dafür für eine Packung 89 Cent 35 Gramm Eiweiß, was mega geil ist. Da müsste man fast 200 Gramm Chicken essen in Relation, was doppelt so teuer ist, Minimum, je nachdem, wie man das Fleisch kauft. Das ist eine günstige und sehr, sehr gute Eiweißquelle. Früher habe ich bis zu 8 Packungen Topfen meine Anfangszeiten davon gegessen. Hat funktioniert heute noch, wenn es euch schmeckt, rein damit. Wir haben am Abend eigentlich immer so einen Mix aus griechischem Joghurt und Topfen. Das macht einfach nur mehr geilere Konsistenz. Der Topfen ist so fest, der ist durchaus ein bisschen bröckelig. Das ist einfach, ich glaube, irgendwo aufgrund der niedrigen Fettstufe. Der griechische Joghurt hebt das ganz gut auf. Das heißt, wir nehmen da so eine Dreierpackung, 300 200 Gramm, 0% Fett. Grünes Gemüse? Nicht nur. Also schon ein bisschen nach Lust und Laune auch. Wobei Brokkoli und Blumenkohl, würde ich sagen, ist am besten. Ich habe letzte tatsächlich in der Zeit gehabt, da habe ich einen Brokkoli gefühlt nicht mehr so gut vertragen. Da habe ich nur einen Blumenkohl genommen, der war am leichtesten und am besten verdaulich. Ist jetzt zwar kein Geschmackserlebnis, aber ganz geil. Für alle, die einen Airfryer zu Hause haben, nicht nur das Chicken bietet sie drinnen, und auch diese jungen Fisolen. Also ich bin überhaupt kein Fisolen-Fan, aber im Airfryer, wenn die ein bisschen Crunch haben, wenn die gut gewürzt sind, hat was. Ist fast wie so kleine Sticks zum Snacken. Also ist schon cool. Käsegemüse, das ist ein bisschen ein Mix aus Blumenkohl, aus Brokkoli, aus Karotten und so weiter. Dann zusätzlich Brokkoli, aber eher für mich. Rahel vertragt den Brokkoli nicht so gut. Und schauen wir, was wir noch finden. Das pfeift auch noch. Das pfeift auch noch. Gemüse allerlei passt da. Hoki, den ich heute schon angesprochen habe, ist aktuell mein Favorit, Hoki Naturfilet. Ich finde den einfach so geil. Kannst du würzen, wie du willst. Also, er ist sehr neutral im Geschmack, er ist schön bissfest und ich glaube, der ist mir erst seit dem Jahr geläufig. Also, früher war immer so klassisch Pangasius, Tilapia-Filets, die mir überall gelegen sind, aber ich bin überhaupt kein Fan davon. Dieser Hoki, der ist einfach geil. Also, den solltet ihr unbedingt einmal ausprobieren. Ist Salzwasserfisch, glaube ich, so Neuseeland, irgendwo kommt der her. Kann man auf jeden Fall mal testen. Von meiner Seite absolute Empfehlung. Meeresfrüchte von dir. Riesengarnelen oder Tiger Shrimps oder keine Ahnung was, auf jeden Fall die größten. Geschält am besten. Genau. Und jeder, der vielleicht ein bisschen überlegt zwischen Fisch und Fleisch, Fisch ist halt immer so ein Tipp, vielleicht eher gegen Ende, wenn das Essen wenig wird, hätte ich gesagt. Weil man muss sich das ja schon anschauen, 100 Gramm Fisch haben da jetzt 84 Kalorien, 100 Gramm Riesengarnelen haben 54 Kalorien. Das heißt, für 200 Gramm Fleisch oder für 100 Gramm Fleisch könntest du eigentlich 200 Gramm Garnelen essen, dann kommst du ungefähr auf dasselbe für die Kalorien. Aber ist jetzt natürlich wieder keine Sparfuchs-Variante, doppelt so viel essen bedeutet auch, dass der Preis ein bisschen ansteigt. Aber ich würde sagen, das ist es uns allemal wert. Das ist jetzt tatsächlich der letzte Posten, der im Einkaufswagen landet für heute. Dann sind wir durch drin. Und zwar der Light-Eistee vom Hofer. Den gibt es in Pfirsich, den gibt es in Zitrone. Hat 2 Kalorien auf 100 Milliliter, ist vernachlässigbar. Ja, ich trinke Leitgetränk in der Diät. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Und ich muss euch jetzt ganz ehrlich was sagen. Jetzt kommt der Nächste wahrscheinlich und sagt, ja, das gibt es alles beim Lidl auch. Der schmeckt 100 Mal besser. Ja. Durch sind wir.
Was hast du gesagt? 67 Euro. Muss ich sagen, ist eigentlich für einen Hofeinkauf jetzt gefühlt schon mehr. Mhm. Aber gut, wir haben viele Meeresfrüchte. Wir haben da drei Red Bull drinnen. Die kommt auch nicht immer dazu. Genau, nicht reingehören. Wir haben da Toilettenpapier und aber Haushaltsartikel. Mit 50 hätten wir rauskommen können. Ja, gut. Das sind immer so ein, zwei Sachen kommen immer dazu, manchmal, wo man sonst nicht hat. Gerade in der Diät, manchmal gönnt man sich dann auch ein bisschen Kleinigkeiten. Aber ich glaube, wenn man es komplett strukturiert durchziehen wollte, wir haben so ein Video schon öfter gemacht in diese Richtung. Also ich glaube, wenn man wirklich auf die Spaßbremse drückt und ordentlich spart, ich glaube, für 10 Euro am Tag kannst du auskommen, dann bleibt aber sicher auf Genuss auf der Strecke, dann bleibt da oft sicher vielleicht ein bisschen Qualität auf der Strecke, würde ich jetzt einmal sagen. Aber 10 Euro Minimum sollte man pro Tag rechnen als Bodybuilder in der Diät, in der Off-Season. Und da sind jetzt aber noch keine Supplements gerechnet. Wobei man sagen muss, dass Supplements im Einkauf schon günstiger machen können, auch weil Eiweißpulver halt wirklich mittlerweile oft günstiger ist, gerade wenn man es klug kauft. Bei 20% Aktion oder bei Kauf 4, Zahl 3 kriegt man wirklich mittlerweile schon einen sehr, sehr guten Kilopreis. Es ist schon fast Werbung gewesen. Und wenn ihr mal ordentlich sparen wollt, dann könnt ihr es am besten auch bei outfit.at für alle aus Österreich machen. Für die Schweizer, für die Deutschen geht es natürlich auch bei esn.com. So könnt ihr uns, unseren Weg, unsere Leidenschaft, die wir so gern mit euch teilen, und den Weg zum Olympia supporten. Ich hätte gesagt, das war es halt einmal von unserer Warte. Wir sind jetzt wieder Spur näher am Miss Olympia dran. Knapp 6 Wochen sind es noch, gut 6 Wochen sind es noch. Lasst uns Vollgas geben, lasst uns abreißen. Wir fahren jetzt nach Hause, lassen es uns schmecken und sehen uns dann beim nächsten Video, wenn wir das alles verkochen. Ciao!